Hallo und herzlich willkommen Leute zum originalen Darkfighter und im Hintergrund seht ihr die Fahrstühle. Wenn ihr da sehen wollt, wie man sowas macht, dann ist hier oben jetzt in der Infobox was verlinkt für euch. Ja, um was geht's heute? Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Es geht heute darum, wie man Clans bzw. Factions einfach gründen kann auf seinen eigenen Server und den Spielern natürlich auch diese Möglichkeit bietet, einfach Clans zu machen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich, weil ja, es stärkt den Zusammenhalt von Spielern und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Also Leute, los geht's! Ihr wisst Bescheid, wie immer beginnt alles auf dem Artonos Web Interface. Wir gehen auf Plugins und geben hier Faction ein und dann suchen wir das natürlich. Warten kurz und dann kommt hier Factions Pro, Factions Pro Beta und Piggy Factions. Und ja, ich bin so ein Fan von Factions Pro, das kann man auf jeden Fall gut benutzen, das funktioniert auch alles. Also ja, ihr seht hier benötigte Abhängigkeiten, Pure Chat und Anti-Spam Pro, das braucht ihr nicht, damit das Plugin funktioniert. Also Pure Chat haben wir ja schon mal behandelt, aber ich denke mal, die beiden braucht ihr tatsächlich gar nicht für dieses Plugin. Aber ja, wir laden dann die neueste Version runter, wie ihr seht. Ist das die 1.3.20, wenn bei euch eine neuere Version ist, ladet ihr die neuere Version runter. Und dann starten wir den Server einfach neu. Ihr wisst das schon, ihr kennt das ganze Spiel, einfach den Server neu starten. Und dann können wir schon in-game tatsächlich. Und wenn ich hier jetzt was in den Chat schreibe, dann seht ihr, hallo Apfelmeister, Darkfighter, hallo. Jetzt mache ich aber eine Faction, also jetzt will ich in eine Faction beitreten oder ich gründe am besten mal eine. Ihr könnt dafür auch ganz einfach /fhelp machen, das seht ihr hier alles, was ihr machen könnt. Und ihr seht, das ist ganz schön viel, ne? /fabout, /faccept, overclaim, claim, create. Und create ist unser, ja, so machen wir eine Faction, also machen wir das einfach mal. Ich nenne meine Faction jetzt einfach mal Dark. Schreibt mal jetzt einfach nochmal Hallo in den Chat. Und wie ihr seht, steht dann hier Apfelmeister, Dark, Darkfighter, Hallo. Ihr könnt dieses, ja, dieses Sternchen Dark als Faction noch verändern. Dafür geht ihr auf jeden Fall in euer Pure Chat, das ist das hier. Und dann könnt ihr hier in die Config. Und ja, jetzt suchen wir mal meinen Rang, den Apfelmeister. Der sollte hier sein, der ist hier. Und das seht ihr hier, da steht in diesen Klammern Apfelmeister. Und dann dieses Paragraph F. Und dann steht da Faction Rank und Faction Name. Ihr macht einfach dieses Faction Rank weg. Wenn ihr das gemacht habt, ist ja nur noch der Faction Name da und ist, das reicht. Also sind diese Sternchen jetzt nicht mehr da, weil das ist irgendwie der Rank, der ist irgendwie komisch gemacht, finde ich. Aber ja, jetzt ist sozusagen nur noch der Name da. Ihr könnt natürlich noch die Farbe verändern. Ich sag mal, eine Faction soll jetzt, welche Farbe nehmen wir? Ja, blau sein, hellblau. Dann machen wir einfach B, das ist hellblau. Und dann müsste insgesamt da stehen in hellgrün, Apfelmeister, dann in hellblau, Dark in hellgrün, Darkfighter 710 und dann die Message auch in hellgrün, weil wir haben da keine anderen Farben an noch eingestellt. Und ja, dann speichern wir das Ganze ab. So. Und jetzt können wir auf jeden Fall den Server nochmal neu starten, damit das Ganze schöner aussieht. Und dann sehen wir uns jetzt in-game wieder, wie das jetzt aussieht. Wir sind in-game und wenn wir jetzt Hallo schreiben, sollte es so dastehen wie angegeben. Ja, Apfelmeister Dark in hellblau, Darkfighter 710, hallo. Also Dark ist dann die Faction sozusagen. Und ja, dann kann man das sehr gut unterscheiden, finde ich. Ihr solltet für die Faction auf jeden Fall immer dieselbe Farbe verwenden, damit das halt, ja, damit jeder weiß, damit ist die Faction gemeint. Und damit, in dieser Faction ist die Person, die da schreibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Faction-Plugins hilft euren Server echt weiter. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao!